Ja, hallo, herzlich willkommen bei PPJ Flink Playpoint. So, liebe Leute, heute haben wir mal was ganz anderes, was Feines oder auch nicht. Ja, ein Abonnent hat mir das mal gesagt, ich soll das mal testen. Glanol, könnt ihr schon von Weitem lesen. Glanol, Carpolish with Kanauerwachs. Also eine, ja, ein Kanauerwachs in einer Tube. Und wir schauen uns das mal an. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Bis dann. Ja, hier nochmal Glanol Carpolish with Kanauerwachs. Ich blieb euch mal näher ran, dann schauen wir uns mal die Tube genauer an. So, schaut euch das mal an hier. Glanol Carpolish. Ja. Zur Anwendung, so hier auf Deutsch. Glanol Autopolitur ist die Hartwachspolitur mit hochwertigem Kanauerwachs mit der besonderen Glanol-Formel. Sie pflegt den Lack Ihres Wagens dreifach durch Reinigen, Polieren und Konservieren. Selbst angegriffene Autolacke werden so aufgefrischt und erhalten spiegelnden Glanz. Da kommen wir gleich zu, da habe ich so ein kleines Testblech, das zeige ich euch mal gleich. Die hochwirksame Creme poliert schonend und überzieht Lack und blanke Teile mit einem Schutzfilm, der sich vor schädlichen Umwelteinflüssen schützt. Ja, Anwendung, ja, ist ganz wie eine Politur auch, ne? Mit einem trockenen Tuch hauchdünn auf den gewaschenen Wagen auftragen. Ja, die Oberfläche ist gewaschen, poliert und entfettet. Wir machen das aber nachher mit einem Mikrofaser-Pad, würde ich mal sagen. Ne? Matte und verschmutzte Stellen besonders intensiv behandeln. Antrocknen lassen, mit einem trockenen Tuch oder Polierwatte kreisförmig polieren. Und jetzt hier, Achtung, nicht geeignet für offenporige Kunststoffe, nicht in der prallen Sonne anwenden, im Zweifel mit Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Ja, und dann ist das ja auch noch ein bisschen hier Gefahrenhinweise, ne? Nicht in Kinderhänden und. Ja, 150 Milliliter und jetzt zum Preis knapp 10 Euro. Doch keine 10 Euro habe ich dafür bezahlt. Ja, da kommt dann noch die Versandkosten drauf. Ne? Dann liegt er so bei knapp 15 Euro für die Tube. Jetzt hat Glanol noch eine Metallpolitur. Die habe ich jetzt nicht. Hätte ich vielleicht auch mal, aber egal. Und da müsst ihr gucken, wenn er sagt, ja, das möchte ich mir mal ausprobieren. Da müsst ihr gucken, wenn er das kauft im Internet. Ich habe die Verlinkung unten in der Infobox. Müssen wir mal reinschauen, direkt den Link. Denn die Metallpolitur, oh, da ist Verwechslung garantiert, sage ich mal. Da habe ich nämlich schon fast auch das Falsche, sage ich mal, bestellt gehabt. Ne? Weil die Tube gleich fast ausschaut. Ne? Und früher lief das ja unter Venol und da waren die Verpackungen schön sichtbar verschieden. Also da war das Carpolish war so ein bisschen rot gehalten und die Metallpolitur war blau gehalten. Da konnte man schon direkt sehen, okay, um welches sich handelt. Aber jetzt ist das so ein bisschen, da muss man genau hinschauen, dass man dann das Richtige erwischt. Okay, wir tragen das hier auf die Testfläche auf und dann schauen wir mal. So, wie gesagt, wir tragen das mal auf mit so einem Mikrofaserpad auf. Das ist schöner, glaube ich, zu bedienen als ein Tuch. Und polieren das nachher hier mit aus. So schaut es aus. Ja. Das ist eine ganz normale Tube, die kennt ihr vielleicht von Metallpolituren. Ne? Genau, Überwachs aus der Tube, Glanol, schaut mal, so sieht es aus. Ne? Auch nochmal alles auf der Tube drauf, nicht nur auf die Verpackung. Wenn die mal weg ist, dann habt ihr das hier alles draufstehen. Ne? Ja. So, schraubt einfach auf. Ja, ist eine ganz normale Tube, die ist auch nicht versiegelt, sag ich mal. Also könnt ihr direkt loslegen. Schütteln braucht ihr auch nicht. Okay, wir können jetzt mal das Viereck hier mal damit benetzen. Da gebt ihr so einen Klecks drauf, sag ich mal, das reicht schon eigentlich vollkommen aus. Ja.
wird der ein oder andere noch sagen, das ist viel zu viel wieder. Aber ihr könnt damit polieren. Also wenn ihr so matte Stellen habt im Lack, könnt ihr auch polieren. Müsst ihr ein bisschen mehr Druck ausüben. Das ist ja fast auch so eine Politur mit drin. Ne? Ihr werdet das gleich mal sehen. Boah. Nur jetzt zu dem Punkt Geruch. Lösemittel ohne Ende. Das stinkt, das Zeug. Also das ist echt richtig hart in der Nase. Und da, wenn ihr eine Erkältung habt, dann ist das wie weggeflogen, sag mal. Nee. Boah. Richtig Lösemittel. Ja, man merkt, das zieht schon an. So, jetzt zu dem Thema Hartwachs. Da steht hier was von Hartwachs. Dann ist doch hier in eine Tube, so Creme mehr. Ja, Hartwachs ist halt natürlich, das stellt sich nachher an, das muss trocknen und dann bildet sich so eine schöne, härtere Schicht aus, ne? Und deswegen Hartwachs. Das bedeutet jetzt nicht, habt ihr ja oft Hartwachs auf Wachse draufstehen, auf Töpfe, sag ich mal. Das heißt jetzt nicht, dass das ein richtig hartes Wachs ist, ne? Da ist jetzt mehr mit gemeint, wenn das ablüftet, dann bildet sich eine Schicht, eine harte Schicht, sag ich mal, eine härtere Schicht, und die ihr nachher auspoliert. Ihr könnt das jetzt erstmal ein paar Minuten drauf lassen. Nur nicht zu lange, habe ich schon erfahren im Vortest. Dann wird es intensiv, die müsst ihr richtig auspolieren, ne? So, schaut mal hier, ein paar Minuten. Ja, wir können es noch ein bisschen drauf lassen. Ja, wie gesagt, vorher Venol, vielleicht kennt der eine oder andere schon mal, könnt ihr ja mal kommentieren, ob ihr da schon Erfahrung mit habt. Also ich habe das von einem Abonnenten, der hat mir das mal gesagt, sollte ich mal testen, wäre ganz gut, auch Glanz und so. Und jetzt, wo es auslüftet, kann ich euch mal was zeigen. Zum Thema Auffrischung habe ich hier so ein kleines Testblech. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber ja, ihr seht hier, glaube ich, den Streifen hier. Schön dunkel, auch der Glanz. Und hier habt ihr hier so Vermattungen, ne, auf der Seite. Ein bisschen gräulich. Ne? Ich hoffe, ihr seht das. Ich blende euch mal was ein, wo ich das genau richtig sichtbar machen kann. Ne? Wo ihr das genau sichtbar seht. Schaut euch das mal an. Ja, auch der Glanz, den erkennt ihr bestimmt auch ganz gut. Okay. Ja, habt ihr jetzt soweit gesehen? Also Farbauffrischung ist schon stark. Gerade bei Schwarz ist das intensiver. Hier werden wir mal gucken, ob wir das auch hier auf dem blauen Lack erkennen können. Deswegen habe ich die schwarze Testfläche mal für euch. So, wir polieren das aus. Ja, das ist schon ganz gut. Ne? Wenn er das mit dem Finger schon fast runterholt, ist das schon mal gut. Nicht. Ja, oh ja, gut. Ja. Könnte auch ein bisschen hochflorier gehen mit dem Tuch. Das ist so ein 250, 300, glaube ich, GSM. Aber das passt schon ganz gut. Und spiegelglatt soll es werden. Ich merke das schon beim Auspolieren. Auch bei der schwarzen Kleinfläche habe ich das gemerkt. Schön, 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 sag ich mal. So, nehmen die Ränder hier nochmal. So. Ja. Boah. Hier. Oder hier. Nee. Super. Also das ist schon glatt. Das ist schon richtig schöne Glätte. So, jetzt mache ich mal hier eben die Metallstreifen. So, jetzt mache ich mal die Magnetstreifen hier ab. Oh, das sehe ich hier schon, glaube ich, oder? Wie dunkel das geworden ist, oder? Schaut mal, oder? Mal gucken. Ja, ich sehe das hier. Ja, wenn man das so ein bisschen, kommt drauf an, wie man das im Licht hält. Ich mache mal die Ränder hier ab. So, ich poliere mal eben hier die Ränder, die Überschussränder hier. Mal gucken, ob man das sieht. Schwer, glaube ich, ne?
Blau. Auf dem Blau sieht man nicht so die Verdunklung. Ne? Aber auf dem Schwarz, ja, ich sehe das von hier aus. Ja. Oder? Ja, ja. Also krass, so ein krasser Unterschied ist da jetzt gar nicht sichtbar. Ich kann ja mal gucken. Ich sehe jetzt schon, zum Beispiel von hier aus sehe ich jetzt nicht so das Viereck, ne? Ah, hier sehe ich das. Da ist der Rand und hier habt ihr auch, ja genau, hier habt ihr die Swirls und die sind auf der, ne, das ist doch das Band gewesen. Ja, das kann ich euch zeigen vielleicht. Also deckt ganz gut ab. Leichte Verdunklung sehe ich schon. Schaut mal hier. Hier, genau. Schaut mal hier. Seht ihr das? Hier rechts habt ihr die Swirls richtig schön. Und hier wird es schon schöner, ne? Okay, so, jetzt können wir ja mal einen Beading-Check machen. Also der Hersteller sagt jetzt nicht, von Ablüften des Kanauberwachsanteil könnte eigentlich schon mit Feuchtigkeit drüber gehen. Oh, ja, natürlich keine Chemie, ne? Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Licht gemacht. So, schaut mal euch das Ergebnis an. Bin ich mal gespannt. Wo haben wir das Viereck? Ja, ich glaube, ihr seht das schon. Ne? Ja. Ja, ich denke mir mal, ihr seht das schon hier, ne? Hier, ja, feinere Tropfen, ja, die sind nicht so perfekt rund, ne? Hier haben wir so das Viereck, ne? Ich mache euch mal höher auf die Fläche. So, schaut mal. Oh. Seht ihr das? Feine Perlen. Hier haben wir unrunde. Hier, wie gesagt, Referenzfläche. Und darum. Ne? Macht ein ganz gutes Bild. Ich hole euch mal näher ran. Jetzt können wir mal schauen. So, jetzt können wir mal schauen, wie die Tropfen so ausschauen. Ja, die sitzen ja leicht flach, unrund, ne? Also hydrophob ist das schon alles, ne? Ne? Also das ist jetzt kein Beading-Wunder, sag ich mal. Aber ihr habt schon eine optische Veränderung, ne? Also es bewirkt schon was. Leicht, sag ich mal. So, wir gehen jetzt mal mit richtig Wasser drüber. So, schaut euch das mal an. Hier feine Nebel. Da müsst ihr erstmal das Wasser laufen lassen. Das steht wieder länger schon im Schlauch drin. Da müsst ihr erstmal gucken, dass was raus ist. Das verfälscht nämlich, weil das Wasser nämlich umkippt im Schlauch. Deswegen schäumt das so ein bisschen. Müsst ihr gucken, bis das wieder klar ist. Da siehst du, das schäumt nämlich. Da ist das Wasser noch im Schlauch, das alte Wasser.
Hier, kauft man hier. Deswegen schäumt das so. Das ist das Wasser, was in dem Schlauch drin war, schon länger. So, jetzt wird es klarer. Ne? Ja, zieht frei, ne? Reißt auf. Ja, da kommt das Viereck dann wieder zum Vorschein. So, jetzt ein bisschen härteren. Ja, hier sehen wir unrunde Tropfen, hier haben wir so eine große Ansammlung. Wir merken hier irgendwo sind so ein paar Stellen, weiß ich auch nicht. Ja, so sieht's aus. Ja, so schaut es aus. Also, es ist auf jeden Fall ein Effekt da. Ob der uns zufriedenstellt, ist dahingestellt. Okay, ich kann euch jetzt mal das Testblech zeigen. So, hier nochmal das Testblech. Das habe ich auf dieser Seite aufgetragen. Vielleicht seht ihr das ja noch. So ein bisschen den Streifen hier. Und da können wir jetzt mal das Beading sehen. Das ist jetzt ein Tag drauf gewesen. Kannst du euch jetzt mal so sehen. Ja, ihr seht auch bestimmt von da aus vielleicht die Abdunklung, weiß ich nicht. Ja. Ja, schaut mal hier. Das ist so das gleiche Bild wie da. Ne? Eine Referenz. Ja, ihr habt ja teilweise schönere Tropfen, da so größere Tropfen. Okay. So, jetzt zeige ich euch noch mal was. Gucken, wie schnell das Wasser wegzieht. Und mit diesem Effekt wollte ich mal gucken, ob sich das runterwäscht. Ja, hier werden die Stellen immer größer. Ne? Ja. Ja, das wird jetzt immer mehr. Aber ja, wir machen Fazit. So, liebe Leute, willkommen zum Fazit. Hier nochmal das Glanol Card Polish Wüst-Kanauerwachs. Das Kanauerwachs aus der Tube. Ja, habt ihr ja mal gesehen. Also eine Veränderung ist da auf jeden Fall. Es bewirkt was. Eine hydrophobe Eigenschaft und Sheeting ist da. Also das ist jetzt nicht, dass das jetzt ganz nutzlos ist. Aber eben wie weit euch das ausreicht, weiß ich nicht. Man kann dazu greifen, wenn man so eine kleine hydrophobe Eigenschaft haben will oder einen leichten Schutz oder vielleicht eine Lackauffrischung, vielleicht eine Politur mit drin oder so etwas. Habt ihr gesehen, auf dem kleinen schwarzen Testbett war das sehr sichtbar, würde ich jetzt mal sagen. Hier nicht so eher bei den Blauen, ne? Aber ja, für knapp 10 Euro
Ja, der Link steht unten in die Infobox. Mehr will ich gar nicht mehr sagen, weil großartig, besonderes. Standzeit kann ich nichts zu sagen. Und müssen wir ausprobieren. Okay. Lasst mir Kommentar unter dem Video. Däumchen hoch, abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer Dorfchen, auf jeden Fall. Tschüss.